Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es wieder einen kleinen Buchtipp von mir, und zwar geht es um das Buch von Charlotte Link, Im Tal des Fuchses. Es ist jetzt in diesem Jahr beim Blenvellet Verlag erschienen und hat 575 Seiten. Ja, um was geht es in dem Buch? In diesem Buch geht es um ja eigentlich drei verschiedene Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang, da geht es um Ryan Lee. Ryan Lee ist ein kleiner Verbrecher, der so mit Gelegenheitsdiebstählen und so weiter so durch sein Leben geht. Und irgendwann leiht er sich von einem Kredithai eine größere Summe. Dieser Kredithai will die natürlich wieder haben. Und Ryan ist gezwungen, eine größere Summe aufzutreiben. Er kommt auf die Idee, jemanden zu entführen und Lösegeld zu fordern. Als er auf einem abgelegenen Parkplatz Vanessa stehen sieht, die an einem teuren Auto gelehnt ist, die teure Klamotten trägt, glaubt er, dass seine Stunde jetzt geschlagen hat. Er betäubt sie, entführt sie und sperrt sie in eine Höhle. Diese Höhle hat er als kleiner Junge mal entdeckt. Dort hat er alles vorbereitet. Dort steht eine Holzkiste, in der Vanessa sich hineinlegen soll. In dieser Holzkiste ist Nahrung und Wasser, so dass sie eine Woche überleben kann. Er verspricht ihr, dass er ständig nach ihr schaut und dass ihr nichts passiert. Er möchte einfach eben von ihrem Mann Lösegeld haben. Sie erzählt ihm auch breitwillig, wo sie wohnen, gibt auch die Handynummer ihres Mannes, und obwohl sie sehr unter Platzangst leidet, muss sie sich in diese Kiste reinlegen, und Ryan Lee sperrt die Kiste außen mit Schrauben ab. Als er auf den Heimweg ist, wird er jedoch von der Polizei abgefangen, die ihn wegen einer Schlägerei, die er kurz vorher hatte, festnimmt. Und da der andere Mann sehr schwer verletzt ist, kommt Ryan Lee zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Er hätte oft die Möglichkeit, irgendjemand anzuvertrauen, was er mit Vanessa gemacht hat, und einfach über dieses unglücklich gelaufene Entführung zu sprechen, damit Vanessa befreit wird. Doch vor lauter Angst, noch länger im Gefängnis bleiben zu müssen als die zweieinhalb Jahre, schweigt er und lässt Vanessa sozusagen ihrem Schicksal. Auf der anderen Seite ist da Nora. Nora ist besucht Ryan Lee immer im Gefängnis und verliebt sich in ihn und will einfach, wenn er nach zweieinhalb Jahren rauskommt, ihm einfach einen Weg. Sie will ihm helfen, er zieht bei ihr ein nach der Entlassung, und sie glaubt einfach, dass tief in Ryan auch etwas Gutes steckt. Der dritte Strang ist dann Jena. Jena ist befreundet mit einem Paar, die Matthew Willard, den Ehemann von Vanessa, kennen. Matthew ist nie über das Schicksal seiner Frau hinweggekommen. Er kann auch damit nicht abschließen, weil er nicht weiß, lebt sie, ist sie abgehauen oder ist sie entführt worden. Er ist eigentlich immer noch in seiner Trauer und kann mit der ganzen Geschichte nicht abschließen. Trotzdem verlieben sich Jenna und Matthew ineinander, aber der Schatten von Vanessa liegt immer über diese Liebe. Mehr will ich jetzt nicht verraten, oder noch so viel: als Ryan Lee aus dem Gefängnis entlassen wird, passieren komische Dinge. Seine Mutter wird entführt, eine Freundin von ihm wird vergewaltigt, und er weiß nicht, wer an ihm Rache nehmen möchte. Mehr verrate ich euch jetzt nicht zu diesem Buch. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch von Charlotte Link. Mir hat es also sehr gut gefallen. Ich habe mich auch auf diesen neuen Roman von Charlotte Link sehr gefreut und wurde auch wirklich nicht enttäuscht. Das Buch beginnt sehr spannend, und Charlotte Link hat es wunderbar geschafft, die verschiedenen Charaktere, die in diesem Buch mitspielen,
sehr genau zu beschreiben. Und ja, man hat einfach eine wunderbare Vorstellung, wie die Protagonisten aussehen, wie sie fühlen, was sie denken. Es ist wirklich wunderbar geschrieben. Man wird immer wieder in eine andere Richtung gelenkt. Also letztendlich weiß man gar nicht, wer hat es jetzt auf Ryan Lee abgesehen. Und was ist mit Vanessa passiert? Ist sie gestorben dort in dieser Kiste? Konnte sie sich befreien und will jetzt Rache nehmen? Also man erfährt eigentlich erst ganz zum Schluss in diesem Buch, wer wirklich hinter all diesen Vorkommnissen steckt. Und was dann rauskommt, damit hätte ich niemals gerechnet. Wieder mal, muss ich wirklich sagen, ein Meisterwerk von Charlotte Link. Ich liebe ihre Bücher einfach und hier hat sie mich wieder völlig überzeugt. So, das war's für diesen Buchtipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ade!